Machen wir gerade mal schnell bis oben alle weg, dann können wir die schneller setzen. Die Stufen. Ist doch auch mal eine feine Sache. So, da, da, hier, dort. Vielleicht finden wir auch ja noch ein bisschen Eisen oder so. Ist auch nicht schlimm. Nehmen wir auch natürlich alles dankend. Ja, was sage ich gerade? Gerade mache ich das Maul zu sozusagen. Eisen nehmen wir immer gerne. Und Schluck auf haben wir auch. Also ich. So. Na, vielleicht hauen wir da oben auch noch weg. Da haut man sich nämlich nicht so einen Kopf an. Halt, hier habe ich doch schon welche gesetzt. Da fängt es an. Machen wir vielleicht so, geht vielleicht schneller. Wie sieht denn das hier aus? Ja, da habe ich mir eh noch überlegt, dass ich hier vielleicht noch... Das habe ich ja letztes Mal nur so schnell gemacht, dass ich hier noch so den Gang als Zweiergang ausbaue. Mal schauen. Jetzt muss man sich hier konzentrieren, auch nur beim Treppe setzen, dass man die nicht versetzt. Dass man diese nicht auszusehen auf den Kopf stellt oder so. So. Zack, so. Das war der erste Streich. Ja, da müssen wir oben auch noch weg. Da haut man sich hier die ganze Zeit den Kopf an. Donk, 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 donk. Geht ja so nicht. So, zack, zack. Zack, 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 zack. Ja, und beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich dann wieder in eine Höhle gehen, mal mit den neuen Geräuschen. Ich werde mir wahrscheinlich dann auch wieder vor... Hier stellen wir irgendwie ein Steinhütchen oder sowas drüber. Würde ich jetzt mal behaupten. Und hier hauen wir auch noch hier oben die Reihe weg. Einfach, dass dieses hier gehoppelt und gezuckelt da weg ist. Jetzt will ich gerade mal gucken, wenn wir das als Zweiergang... Ah, ist halt schon ein bisschen doof hier. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das hier mache mit dieser Stufe. Eigentlich... So, aber dann... Half-Step, dann kommt man aber auch hier nicht wieder rein. Muss ich mir noch irgendwas überlegen. Komm, dann machen wir jetzt auch gerade nochmal. Zack, zack. Hauen wir uns... Oh, schon wieder dieses... Kack vermaledeite Gravel. Der Kies. Der Kies Richard. Oh, wie viel ist denn das? Und da müsste ich auch normale Steine am besten reinhauen. Eigentlich. So, hier haben wir aber erstmal mit denen zu. So. Jetzt einen Diamanten finden auf der Höhe, das wäre doch auch mal was Schönes. So, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Bau ab, bau ab. Wiep, wiep. Haben wir hier eine Fledermaus? Oh. Ja, den Umschalter, den muss ich... Den will ich, aua. Haha, was war das denn? Den will ich auch noch irgendwo anders dahin legen. Welche Funktion habe ich jetzt an? Jetzt habe ich die... Ah, die Experience-Falle habe ich jetzt an.
Ja, den Umschalter noch irgendwo anders dahin, mal gucken, wo. Das hat sich eigentlich auch erledigt. Eigentlich das Ganze hier kann mal zu. Das kann zu. Da ist der Droppoint. Ja, da machen wir jetzt auch Stufen hin, wenn wir schon dabei sind. Moment mal, da kann man aber keine Stufen so reinmachen. Da müssen wir dann ein bisschen erweitern. So, zack. Und auf der Seite ist es eigentlich das Gleiche. Das ist ein bisschen doof. Ja, da macht es halt so einen Knick hier jetzt gleich. Das ist jetzt doof. Da hockt jetzt dann die Stufe hier im Raum. Da muss ich vielleicht noch eins nach hinten erweitern. Aber dann stimmt es wieder so. Hier machen wir vielleicht auch. Boah, machen wir hier komplett alles aus Cobblestone. Und ach so, hier. Die Falle. Ja, die machen wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach hinten, dass wir da sehen können, wie sie angespült werden, die Monster. Wie sie dann so langsam in ihr Verderben getrieben werden. Ja, das wäre cool, wenn man hier so einen Überwachungsmonitor hinsetzen könnte und eine Überwachungskamera dann hier, dann, die genau da drauf guckt. Gibt es da schon eine Mod? Gibt es doch bestimmt, oder? Kann man einfach hier stehen bleiben und da gucken und kann mal so ein einfach so eine Schnellfolge, so eine Zeitrafferfolge einfach mal sa Gegenstände sammeln. So, da geht's runter. Da machen wir aus Gründen der Schönheit machen wir da dann auch noch einen Zweck. So. Weil es hier alles so schön ist. Zack. Gut, dann kommt man da jetzt ohne Probleme hoch. Da kommt man runter ohne Probleme. So, da kommt man jetzt ohne Probleme runter. Komm, dann erweitern wir das jetzt noch so, dass man sich nicht den Kopf anhaut. Dann ist das schön alles ein bisschen großräumiger. Also ich wollte jetzt nicht sagen großkotziger, aber so, da ist man auch gerade noch schnell. Zu hier mit Cobblestone. Ja, die Monsterfalle funktioniert. Das finde ich klasse. Ist zwar ein bisschen die Ausbeute ein bisschen gering, weil irgendwie die Monster noch fehlen. Wie mache ich denn das hier? Ich habe echt keinen Plan, wie ich das am besten anstellen könnte. Muss ich mal noch gucken, wie ich das hier mache. Vielleicht mache ich hier auch nur so eine Holztür, dass hier ein einer Eingang ist, aber dann hier ein zweier Gang. Weiß ich noch nicht. So, jetzt hauen wir gerade noch mal schnell. Oh, es regnet. Es schneit dann auch wieder. Das heißt, da müsste jetzt gerade wieder Schnee fallen, wie blöd. Auf Regen. Wieso hört man den Regen noch so stark? Ah, egal. Ja.
So, machen wir hier noch ein bisschen, dass man, wie gesagt, sich nicht den Kopf anhaut. Machen wir alles ein bisschen großzügiger. Ja, ich hole ja jetzt schon die Kohle aus der Wand. Stört mich doch selber. Blim. Oh, na, komm hier. Hau mal da noch ein bisschen was weg und da. Mach mal eh wieder zu. Palim, palim. Das hat sich eben angehört wie der Anfang vom Paulchen Panther-Lied. Palim, 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 palim. Palim, palim. So. Ah, Moment, ich mach Licht, ja. Und gleich ist die Spitzhacke kaputt. Aber Kohle haben wir hier echt ordentlich aus dem Loch rausgeholt. Also da haben wir einiges jetzt dann. So, und jetzt kann man gerade wieder... Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Zack, 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 zack. So, und weg ist die Kohle. Mal kurz einen Schluck trinken. Einfach um mal wieder die Kehle zu befeuchten. So, da regnet's eh. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich war bei denen hier. Lava sollte ja eigentlich... Oh, verdammt. Lava sollte eigentlich keine sein. Och, jetzt ist aber Erde da. Weil ich glaube, die Lava, die war ja hier hinter diesem... Genau hier. Oh, da ist noch Eisen. Können wir ja als Lavaquelle benutzen, wenn wir Lava brauchen sollten. So, und jetzt kann man hier sich ohne den Kopf anzuhauen. Hier hoch und runter stiefeln. So. Zack, 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 zack. Hier haben wir es ja auch schon gemacht, ja. Gut, wieso hat der... Creeper vorhin getriggert. Das fand ich jetzt ein bisschen doof vorhin. Da muss ich mir echt mal, muss ich mir, glaube ich, nochmal das Fallendesign ein bisschen umdenken, umändern. Dass dieser, dass die Creeper mich nicht sehen. Dass ich den auf die Finger hauen kann. Ah, hier sieht es noch so trist aus. Hier kann man vielleicht irgendwas Dekoration reinstellen noch, was weiß ich. Was man halt so in der Monsterfalle als Dekoration hat. Ein Bild aufhängen, ein schönes oder so. Nein, ich habe keine Ahnung, irgendwas, aber das sieht halt noch so, ja, trist aus. Es regnet immer noch. Blöd. Da kannst du doch nicht einfach so in die Monsterfalle. Ich schrei gerade unbewusst gegen den Regen an, was eigentlich gar nichts nützt, aber. Man schreit halt trotzdem. Man fängt an zu schreien bei diesem lauten Regen. Ähm.